Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wie ihr seht, ich habe es auch schon angekündigt, wenn ihr das gesehen habt. Heute gibt es ein Video dazu, was ich mir hierbei gedacht habe, beziehungsweise was für Challenges ich gemacht habe, im Shop eingestellt habe. Das hier war, ja, ich habe das versucht gleich in 10x14, also ist A6 Größe, immer diese Karten. Das hat leider mit meinem Drucker nicht ganz so funktioniert. Sonst wäre das eigentlich, wo habe ich das? Würde das so aussehen. Ich fand das richtig toll mit dem Urlaub und so, mit dem Strand, Sand, Meer, die Schildkröte da unten. Aber wie ihr seht, irgendwie mein Drucker macht das nicht. Deswegen musste ich das ein bisschen anders gestalten. Und mit diesem weißen Rand mochte ich das jetzt auch nicht. Das ist jetzt meine Urlaubs-Challenge. Ich zeig euch jetzt einen Moment. Wo habe ich das jetzt? Hier. So. Die sieht so aus. Und ihr seht hier unten 1000. Das sind die 1000 Euro für einen Urlaub. Habe ich jetzt mal so berechnet, weil wenn ich jetzt zum Beispiel eine Challenge oder ein Spiel sparen möchte, dann brauche ich, wenn ich Urlaub mache, 1000 Euro. Und zwar nicht nur für mich, sondern auch für meine Kinder. Deswegen habe ich 1000 Euro genommen. Vielleicht erweitere ich das auch. Vielleicht mache ich auch weniger. Aber ich glaube, 1000 ist so, das braucht man irgendwie schon, wenn man in den Urlaub fliegen möchte oder fahren möchte. Vor allem gerade jetzt bei den Benzinpreisen. Und für jedes Symbol sind das 50 Euro. Also jeden Monat 50 Euro weglegen. Dann könnt ihr euch nächstes Jahr einen schönen Urlaub gönnen. So habe ich mir das gedacht. Und wenn ihr 50 Euro in eure Spardose, Sparglas, auf dem Konto, wie auch immer, wie ihr spart, in einem Umschlag, dann malt ihr das an mit einem Textmarker oder wie ihr das, oder kreist das ein, kreuzt das an, wie ihr das gerne möchtet. Und dann könnt ihr euch nächstes Jahr einen schönen Urlaub gönnen. So habe ich mir das gedacht und so werde ich das auch benutzen. So, hier habe ich einmal in hell und einmal in dunkel. Hier habe ich das Ganze nochmal. Ich habe echt ganz, ganz viel gedruckt. Ist das jetzt ein Blatt? Ja. Und das ist jetzt kein normales Kopierpapier, sondern das sind 120 Gramm. Ich werde die erstmal so lassen. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Ich weiß noch nicht. 180, 160. Ich weiß nicht, was es da noch so gibt. Aber ich glaube, das ist schon ein ganz gutes Papier. Das ist nicht ganz so dünn. Und ja, mir gefällt das so. Dann kommen wir zu der Sport-Challenge. Ja, was habe ich mir dabei gedacht? Also, ab 1. April geht es für mich wieder zum Sport, laut meines Fitnessstudios und der Bestimmung in Schleswig-Holstein. Das heißt, keine Maske mehr, kein du musst dich testen, geimpft, genesen, bla bla bla. Brauchen wir alles dann nicht mehr ab 1. April. Und ich möchte dann natürlich oder ich muss auch zum Sport gehen. Genau, und jedes Mal, wenn ich Sport mache, entweder macht ihr das als Belohnung. Oder ihr macht das als Strafe. Ihr könnt euch das aussuchen. Ich habe das jetzt für 4 Wochen, dreimal die Woche. Also dreimal die Woche Sport. Das ist Woche 1, Woche 2, Woche 3, Woche 4. Manchmal gibt es auch Woche 5. Deswegen weiß ich jetzt noch nicht, lasse ich das so? Ich meine, das sind 12 Mal Sport. Ich glaube, viele schaffen gar nicht mehr im Monat. Also das soll für einen Monat sein, ne? 12 Mal die Woche Sport. Und jedes Mal, wenn ich dann Sport gemacht habe, ich werde das als Belohnung machen. Jedes Mal, wenn ich Sport gemacht habe, werde ich mir das einkreisen, durchstreichen, anmalen, wie auch immer. Und werde mir dann Geld in meine Spardose legen. Entweder könnt ihr euch selber ausdenken, was ihr jedes Mal einzahlen möchtet. Oder ich habe hier auch, dass ihr euch jedes Mal 1 Euro, wenn ihr beim Sport wart oder wenn ihr nicht beim Sport wart, dass ihr das dann in die Spardose reinmacht.
Wenn ich jetzt noch irgendwie Creme unter den Fingernägeln habe, tut es mir leid. Ich habe gerade meine Hände eingecremt. Ihr seht, die sind schon wieder. Ich habe heute Tapete abgerissen, aber das ist ja hier nicht das Thema. Also, wenn ihr jedes Mal Sport gemacht habt oder wenn ihr keinen Sport gemacht habt an dem Tag, an dem ihr eigentlich Sport machen wolltet, beziehungsweise wenn ihr in der Woche nur zweimal geschafft habt und das dritte Mal nicht, dann packt ihr halt eben eine Strafe in die Spardose. So habe ich mir das gedacht. Das ist die Sport-Challenge. Dann lasst das Auto stehen, Spar-Challenge. Das heißt, hier oben könnt ihr euch eintragen: 1 Euro, 2 Euro, 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro. Wenn ihr mit dem Auto gefahren seid, könnt ihr eine Strafe machen. Oder als Belohnung, wenn ihr nicht das Auto benutzt habt, als Belohnung etwas in die Spardose zu tun. Genauso wie beim Sport ist genau das Gleiche. So habe ich mir das gedacht. Dann geht es weiter mit der Fahrradfahr-Challenge. Und zwar, das ist wieder jedes Fahrrad 1 Euro, wenn ihr mit dem Fahrrad gefahren seid. Oder auch als Bestrafung, wenn ihr nicht mit dem Fahrrad gefahren seid. Beziehungsweise wäre das ja denn, würde das hier zusammen auch ganz gut passen. Wenn ihr mit dem Auto gefahren seid oder wenn ihr das Fahrrad benutzt. Aber jedes Mal, wenn ihr Fahrrad gefahren seid, könnt ihr euch das einkreisen und könnt euch dann 1 Euro in die Spar-Challenge, in die Spardose packen. Und wenn ihr dann fertig seid, habt ihr 15 Euro in der Spardose und ihr könnt euch davon dann ein neues Fahrrad zum Beispiel kaufen. Oder wenn der Reifen kaputt ist, wenn die mit der Bremse was ist, mit dem Licht, gibt es ja immer irgendwas am Fahrrad. Davon kann man das dann bezahlen. Dann haben wir noch die Geldwäscherei. Ich habe das alles so ein bisschen schlicht gelassen und jetzt nicht so viel Schnörkel hier drumherum. Bei den anderen habe ich das ja ein bisschen anders gemacht, dazu komme ich gleich. Und zwar hier packt ihr jedes Mal 1 Euro rein in eure Spardose, wenn ihr eine Wäsche gewaschen habt. Ja. Ich habe jetzt hier 16 Wäschen in einem Monat. Ist, glaube ich, viel. Also ich wasche nicht jeden Tag Wäsche und auch nicht jeden zweiten Tag. Deswegen für uns würde das reichen, aber wenn ihr natürlich mehr habt, dann vielleicht mache ich da noch eine mit mehr Kleidchen, dass ihr da mehr auszumalen habt, beziehungsweise einzukreisen. Genau. Hier hat das auch nicht so funktioniert. Hier genau das Gleiche. Das sind so Fehlversuche. Die habe ich hier noch. Da ist noch ein Auto. Genau. So, das waren die. Dann kommen wir zu den normalen, was heißt normale? Zu den, ja, Spar-Challenges. So, und zwar, ich habe auch ganz viel probiert und gemacht und getan. So, und zwar, hier gibt es die 5-Euro-Spar-Challenge. Insgesamt sind das dann 360, wenn ihr die Karte voll habt. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr einen 5-Euro-Schein habt, tut ihr das in euer Sparglas und malt ein Kästchen aus. Eigentlich ganz einfach erklärt und ist auch ganz einfach. Genau. Dann haben wir für die, die jetzt nicht 5 Euro sparen möchten, sondern nur 2 Euro jedes Mal. Wenn ihr ein 2-Euro-Stück habt, dann malt ihr ein Kästchen aus. Also wenn ihr 2-Euro-Stücke habt, dann malt ihr natürlich 2 aus. Und am Ende habt ihr 144 Euro in eure Spardose. Hier haben wir noch ein paar Fünfer. Dann habe ich noch mal Fünfer. Und zwar waren das meine ersten. Die sind ein bisschen bunt im Hintergrund. Das seht ihr ja auch. Das ist ein Fehldruck. Wie ihr seht, hier ist das Kästchen, der Kreis, der eigentlich da oben hingehört. Das ist alles ein Fehler. Genau, die alle hier sind, glaube ich, fehlerhaft. Ja. So, dann haben wir für die, die richtig viel sparen wollen und richtig viel Geld haben, für alle, die ja, einfach mal ein Huni so in der Tasche haben und nicht brauchen diesen Monat oder in der Woche oder am Tag, wie auch immer,
gibt es die 100-Euro-Spar-Challenge. Und am Ende habt ihr 720 Euro, Gott, 720, 7200 Euro in eurer Spardose. Genau. So, dann kommen wir zur 52-Wochen-Challenge. Da ist das so, da müsst ihr jede Woche etwas zurücklegen. Ihr müsst nicht erste Woche 1, zweite Woche 2, dritte Woche 3. Ihr könnt auch in der ersten Woche 50, in der zweiten 20, in der dritten 24. Wie ihr das gerade könnt, könnt ihr euch das einkreisen bzw. anmalen und in euer Sparglas legen. Genau. Das war das. Dann haben wir die 50 Euro Spar-Challenge. Für alle, die nicht 100 sparen können, aber auch mehr als 20, gibt es die 50 Euro und am Ende habt ihr 3600 Euro in eurem Sparglas. Dann kommen wir... Entschuldigung. Zu den 20 Euro, genau das gleiche. Wenn ihr einen 20-Euro-Schein habt, malt ihr einen Kreis an, legt es in euer Sparglas und am Ende habt ihr 1440 Euro. Das ist doch richtig schönes Geld. Und es macht dann auch noch Spaß zu sparen. Und ich würde, also ich persönlich mache es denn jetzt auch. Ich fange dann mit euch ab März an zu sparen. Ich lasse das an einem Ort. Lasst das im Keller, lasst das unter eurem Bett, wie auch immer. Da, wo ihr nicht jeden Tag vorbeigeht oder dran denkt, dass ihr da das Geld liegen habt. Weil ich glaube, ich wäre dann so, wenn ich jetzt gerade kein Geld zu Hause habe. Ich möchte aber unbedingt etwas holen, was man vielleicht gar nicht braucht. Oder man braucht es vielleicht doch. Dann würde ich das Geld, glaube ich, da rausnehmen. Und das möchte ich halt eben nicht. Deswegen werde ich das an einen Ort packen, wo ich nicht jeden Tag lang gehe und daran denke, dass ich da das Geld habe. Natürlich müsst ihr daran denken, dass ihr da das Geld drin habt, weil wir wollen ja jede Woche, jeden Tag oder jeden Monat da etwas reintun. So. Oder ihr holt euch oder bastelt euch einen Karton, eine Kiste, wo ihr nicht rankommt, wo ihr nur reinschmeißen könnt, aber nicht rausholen könnt. Das ist doch auch noch eine Idee. Wenn ihr jetzt nicht so diszipliniert seid, zu sparen. So, dann habe ich noch die 1-Euro-Challenge. Da packt ihr dann jedes Mal 1 Euro rein, wenn ihr etwas im Portemonnaie habt oder wenn ihr das am Ende des Monats macht und guckt, was ist übrig geblieben, ne? Dann packt ihr das rein und habt 72 Euro. Und ich glaube, das waren schon alle. Genau, das sind alles die ich jetzt gerade im Shop habe. Da kommen aber noch viel, viel mehr. Ich habe noch ganz viel im Kopf und das kommt jetzt im Laufe der Zeit. Ja, genau, denn ich habe auch nicht jeden Tag so viel Zeit, stundenlang am PC irgendwelche Designs zu erstellen. Ich habe nämlich unglaublich viel momentan an Bestellungen und ich möchte mich hier nochmal bedanken für die ersten Bestellungen in meinem Shop. Ich habe mich richtig gefreut. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht, dass ich da etwas verkaufe, aber es ging doch sehr, sehr schnell und darüber freue ich mich sehr und möchte mich nochmal bedanken für alle, die bestellt haben. Und jetzt habe ich noch ein Anliegen und zwar, das sind meine ersten Druckversuche, so wie das hier zum Beispiel. Es ist zu schade zum Wegschmeißen, aber ich kann es auch nicht verkaufen. Deswegen, wer Interesse hat, sowas natürlich nicht, aber diese ganzen Fehlversuche, genauso wie habe ich auch hier manche, die sind nicht richtig geschnitten. Wenn ihr da Interesse habt, ich verschenke sie, aber das Porto müsstet ihr dann übernehmen. Also das bezahle ich nicht. Ihr könnt gerne 1, 2, 3 Karten haben, wie viel ihr möchtet. Lasst den anderen aber auch bitte noch, wenn noch jemand Interesse hat. Und dann würde ich euch die zuschicken, wie sowas hier. Ihr seht, es sind 16 Euro. Aber
verkaufen kann man es nicht und ich kann nicht so viel auf einmal verbrauchen. Deswegen möchte ich euch die gerne schenken, nur das Porto müsstet ihr dann übernehmen. Wer Interesse hat, dann schreibt mir gerne eine E-Mail oder bei Instagram könnt ihr mir auch schreiben. Und dann würde ich euch die schenken. Genau, die ich gerade hier habe, die fehlerhaft sind. Genauso wie, wo haben wir jetzt die 5 Euro? So hier, genau. So auch, ne? Wo der Kreis halt eben nicht an der richtigen Stelle ist. Sowas würde ich euch schenken. Weil so viel kann ich gar nicht. Ihr seht den ganzen Stapel hier. Kann ich nicht verbrauchen. Genau. Also, wer Interesse hat, gerne eine E-Mail oder bei Instagram schreiben. Dann würde ich euch das zuschicken. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns zum nächsten Mal. Tschüss!